Merken Sie sich mal eins bitte. Dieses Parlament ist kein Selbstbedienungsladen für gescheiterte berufliche Existenten, die in der Privatwirtschaft nicht weiterkommen. Ja, so gut die Redebeiträge meiner beiden Mitabgeordneten gewesen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Beste kommt zum Schluss. Liebe Frau Miriam Block, hier wurde vorhin gesagt, dass die Abgeordneten ja immer besser werden und deswegen auch immer mehr Geld verdienen müssen. Sie fragten dann daraufhin, warum wir Frau Petersen hier immer noch finanzieren, weil sie ja noch ihre Diäten bekommt, aber seit Wochen nicht erscheint. Wissen Sie, die Qualität der Abgeordneten bemisst sich auch daran, ob sie aktuelle Ereignisse mitbekommen oder diese nicht mitbekommen. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, sie haben das in 6 Wochen überhaupt nicht begriffen und nicht nachvollzogen, dass Frau Petersen unserer Fraktion nicht mehr angehört. So viel zur Qualität von Abgeordneten. Und lieber Herr Kolze, Sie als Urgestein des Gewerkschafters, ja, blöken Sie nicht dazwischen. Herr Block, Herr Kolze, Sie als Urgestein der Gewerkschaften. Natürlich wettern die Gewerkschaften gegen die AfD. Warum? Sie haben Angst vor unseren Mitgliedern im DGB, in den Gewerkschaften. Mittlerweile sympathisieren nicht weniger als 20% der Gewerkschaftsmitglieder mit der AfD. Und deswegen schreien Ihre Vorsitzenden Zeta und Mordio gegen die AfD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was für eine wunderbare Debatte. Sie haben sich hier vor einigen Monaten gefragt, woher denn die Stimmenzuwächse für meine Partei bei den Europawahlen und bei den Bezirksversammlungswahlen kommen. Ganz einfach, es gibt dafür sehr viele gute Gründe. Und einen der guten Gründe liefern Sie heute, indem Sie hier in schamloser, unverschämter Art und Weise sich selbst bedienen. Sie führen tatsächlich über 3,5 Jahre rückwirkend eine Altersversorgung ein, bei dem jedem Rentner schwindelig würde. Was sagen Sie eigentlich ohne Schamesröde dem Rentner, dem Eckrentner, der nach 45 Jahren gerade mal knapp 1.600, 1.800 Euro bekommt? Dann sagen Sie dem, ja, hast du dich eben nicht nachversichert? Hast du eben die Rentenlücken nicht ausgefüllt? Und was machen Sie? Sie machen hier Federstrich und sagen, egal, ob wir uns haben versichern können. Ich habe das beispielsweise gemacht hier mit eigenem Geld, obwohl ich als Beamter freigestellt bin und dort auch Altersbezüge hätte bekommen können auf andere, habe ich das abgelehnt. Ich habe mich hier freiwillig versichert. Was also sagen Sie dem Eckrentner mit seinen 1.600 Euro nach 45 Versicherungsjahren? Schämen Sie sich eigentlich gar nicht? Und dann noch etwas. Die Einführung von Übergangsgeldern in dieser horrenden Größenordnung ist wirklich ein dreistes Husarenstück. Merken Sie sich mal eins bitte. Dieses Parlament ist kein Selbstbedienungsladen für gescheiterte berufliche Existenten, die in der Privatwirtschaft nicht weiterkommen. Die Menschen, die Wähler, wenden sich von Ihnen ab. Warum? Weil Sie sich in Ihrer Lebensrealität von den Menschen abwenden. Das ist der einzige Grund. Die Menschen in diesem Land müssen jeden Cent 3-mal umdrehen, mindestens 3-mal, infolge Ihrer desaströsen Wirtschaftspolitik, infolge der von Ihren Politikern verursachten Inflation. Und Sie holen sich wieder mal die große Kelle an Steuergeldern zur persönlichen Bereicherung, meine sehr verehrten Damen. Das geht wirklich nicht. Und während, ja, Sie, gerade Sie, leben doch in der steuerfinanzierten warmen Bude, während die Menschen draußen auf der Straße den kalten Wind dieser wirtschaftlichen, desaströsen Lage jeden Tag spüren. Und diese warme Bude, die steuerfinanziert ist, die reicht Ihnen nicht mehr. Jetzt schreien Sie plötzlich auch noch nach Sekt und Champagner, natürlich auch mal wieder steuerfinanziert. Liebe Mitglieder, das ist der Grund dafür, dass Sie den Wähler nicht mehr finden. Das ist der Grund dafür,
dass Sie als ehemalige Arbeiterpartei, wir sind das ja heute, beim Wähler keinen Rückhalt mehr finden. Sie werden demnächst bei den Wahlen am 1. September in den neuen Bundesländern atomisiert, weil Sie sich in Ihrer Abgehobenheit, in Ihrer arroganten Abgehobenheit wahnsinnig weit vom Wähler entfernt haben. Vielen Dank.